Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Jugendliche, ganz herzlich darf ich euch und Sie auch heute Abend in unserer Jugendkirche Himmel und Erde im Seelsorgebereich Bornheim-Vorgebirge willkommen heißen. Wir werden gleich in der Heiligen Messe die Worte hören: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Und wir werden von zwei Frauen hören, die in die Fänge von bösen Menschen geraten sind. Menschen, die ihnen das Leben nehmen wollen. Beide Frauen haben Angst natürlich, sind verzweifelt, haben den Tod vor Augen. Die eine Frau insbesondere, sie heißt Susanna, da wird es heißen, sie vertraut auf Gott. Und mit Hilfe des Propheten Daniel kann diese Frau aus den Händen dieser bösen Menschen gerettet werden. Es wird etwas aufgedeckt, nämlich die Intrigen, die da gesponnen wurden gegen Susanna. Aufdecken, das ist dann auch im Evangelium etwas ganz Wichtiges. Da wird heuchlerisches Handeln aufgedeckt. Wir alle kennen die Frau, die man des Ehebruches überführt hat. Und wo Jesus dann sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ohne Sünde ist wahrscheinlich keiner von uns, dafür sind wir zu sehr Mensch. Schließlich werden beide Frauen gerettet durch das Vertrauen auf Gott und durch seine besondere Gerechtigkeit. Vertrauen auch wir in diesen Tagen und Wochen der Bedrängnis auf Gott und lassen wir uns gleichsam wie Susanna von ihm befreien, von allem, was böse ist. Vertrauen wir uns seiner Gerechtigkeit an, widersagen wir dem Bösen und tun wir das Gute, auf das wir dann wirklich im Lichte des Evangeliums wandeln können, auf das wir wirklich Zeugen und Zeugen der frohen Botschaft sind. Zeugen Jesu Christi. Zu ihm dürfen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes rufen. Herr Jesus Christus, du rufst alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsene zur Umkehr auf. Und du sagst uns deine frohmachende, deine befreiende Botschaft. Herr, erbarm dich. Herr, erbarm. Herr Jesus Christus, du wendest dich den Sündern zu und du bringst uns allen die Vergebung des Vaters. Christus, erbarm dich. Christus, erbarm. Herr Jesus Christus, du schenkst uns neues Leben. Du lässt uns dereinst mit dir glorreich auferstehen. Herr, erbarm dich. Der Herr erbarme sich unser. Er verzeihe uns all unsere Lieblosigkeit und all unsere Sünden und führe auch uns dereinst mit all unseren lieben Verstorbenen in die Wohnstatt des ewigen Vaters. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, in deinem Sohn hast du uns die Fülle des Segens geschenkt. Gib uns die Kraft, unsere sündhaften Gewohnheiten abzulegen und in der neuen Wirklichkeit zu leben, damit einst die Herrlichkeit deines Reiches auch an uns offenbar wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unserem Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Daniel. In jenen Tagen verurteilte die versammelte Gemeinde Susanna zum Tod. Da rief sie laut: Ewiger Gott, du kennst auch das Verborgene. Du weißt alles, noch bevor es geschieht. Du weißt auch, dass sie eine falsche Aussage gegen mich gemacht haben. Darum muss ich jetzt sterben, obwohl ich nichts von dem getan habe, was diese Menschen mir vorwerfen. Der Herr erhörte ihr Rufen. Als man sie zur Hinrichtung führte, erweckte Gott den Heiligen Geist in einem jungen Mann namens Daniel. Dieser rief laut: Ich bin unschuldig am Tod dieser Frau.
Da wandten sich alle Leute nach ihm um und fragten ihn, was soll das heißen, was du da gesagt hast? Er trat mitten unter sie und sagte, seid ihr so töricht, ihr Söhne Israels, ohne Verhör und ohne Prüfung der Beweise, habt ihr eine Tochter Israels verurteilt. Kehrt zurück zum Ort des Gerichts, denn diese Ältesten haben eine falsche Aussage gegen Susanna gemacht. Eilig kehrten alle Leute wieder um, und die Ältesten sagten zu Daniel, setz dich hier mitten unter uns und sag uns, was du zu sagen hast, denn dir hat Gott den Vorsitz verliehen. Daniel sagte zu ihnen, trennt diese beiden Männer, bringt sie weit auseinander, ich will sie verhören. Als man sie voneinander getrennt hatte, rief er den einen von ihnen her und sagte zu ihm, in Schlechtigkeit bist du alt geworden, doch jetzt kommt die Strafe für die Sünden, die du bisher begangen hast. Ungerechte Urteile hast du gefällt, Schuldlose verurteilt, aber Schuldige freigesprochen. Und doch hat der Herr gesagt, einen Schuldlosen und Gerechten sollst du nicht töten. Wenn du also diese Frau wirklich gesehen hast, dann sag uns, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden gesehen hast? Er antwortete, unter einer Zeder. Da sagte Daniel, mit deiner Lüge hast du dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wird dich zerspalten. Schon hat er von Gott den Befehl dazu erhalten. Dann ließ er ihn wegbringen und befahl, den anderen vorzuführen. Zu ihm sagte er, du Sohn Kanaans, nicht Judas, dich hat die Schönheit verführt, die Leidenschaft hat dein Herz verdorben. So konntet ihr an den Töchtern Israels handeln. Sie fürchteten sich und waren euch zu Willen, aber die Tochter Judas hat eure Gemeinheit nicht geduldet. Nun sag mir, was für ein Baum war das, unter dem du die beiden ertappt hast? Er antwortete, unter einer Eiche. Da sagte Daniel zu ihm, mit deiner Lüge hast du auch dein eigenes Haupt getroffen. Der Engel Gottes wartet schon mit dem Schwert in der Hand, um dich mitten entzwei zu hauen. So wird er euch beide vernichten. Da schrie die ganze Gemeinde laut auf und pries Gott, der alle rettet, die auf ihn hoffen. Dann erhoben sie sich gegen die beiden Ältesten, die Daniel durch ihre eigenen Worte als falsche Zeugen entlarvt hatte. Das Böse, das sie ihrem Nächsten hatten antun wollen, tat man nach dem Gesetz des Moses ihnen an. Man tötete sie. So wurde an jenem Tag unschuldiges Blut gerettet. Der Antwortpsalm zum heutigen Evangelium erlautet der Kehrvers dahingehend, muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Hause des Herrn darf ich wohnen für alle Zeit. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Der Herr sei mit uns. Und mit
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch immer in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Du sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Keiner. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich werde dich nicht verurteilen. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen nun zu Gott beten und ihm die Sorgen und Nöte der Menschen anvertrauen. Wir bitten, dass die Corona-Krise gut und schnell für die ganze Welt vorübergeht. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Kranken auf dieser Welt. Verleih ihnen Kraft und Lebensfreude, damit sie bald wieder gesund sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle kleinen Betriebe, dass sie Hilfe durch die Regierung erhalten, um diese Krise zu bewältigen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Menschen, die allein zu Hause und einsam sind, gib ihnen die Kraft, diese Zeit durchzustehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Angehörigen, die einen geliebten Menschen durch Corona oder eine andere Krankheit verloren haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle Verstorbenen, deren Beerdigungen aufgeschoben werden oder nur im engsten Familienkreis stattfinden. Schenke ihnen den ewigen Frieden in dir und den Angehörigen Trost, die nun nicht auf normalem Weg Abschied nehmen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Und wir wollen heute auch beten, wie es uns insbesondere aufgetragen ist. Wir feiern diese heilige Messe namentlich für Fritz Schmitz, Josef Lunken, Margaret Schmitz
und verstorbene Angehörige. Wir wollen in dieser heiligen Messe besonders beten für Peter und Gertrud Blut, Maria Schwarz und verstorbene Angehörige. Wir feiern diese heilige Messe als Jahrgedächtnis für Fabian Gierlich, für die Geschwister Reiter. Als Jahrgedächtnis für Toni Frings, für Dolores Engel und verstorbene Angehörige und für die Verstorbenen Edmund Nichols und Brigitte wollen wir diese heilige Messe darbringen. Und wollen in dieser heiligen Messe auch denken an die armen Seelen, an die niemand mehr denkt. Und letztlich wollen wir dem Herrn auch heute einen jeden anvertrauen, der darüber hinaus einen Platz in unseren Herzen hat. Er schenkt den Lebenden deine Gnade und all unseren lieben Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie leben in deinem Reich. Amen. Damit sie uns werden,
Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leide unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen, ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern, Diakonen und Ordenschristen und mit allen Frauen, Männern, Kindern und die zu einem Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird. In der Gemeinschaft mit der allerseligsten Jungfrau Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Und wir sind es, egal von wo aus wir diesen Gottesdienst nun mitfeiern. Als solche dürfen wir füreinander und miteinander beten, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zur Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht und Freude das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten.
sondern auf den Glauben und das Hoffen deiner Kirche und schenke mir und allen Menschen guten Willens nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, den Sohn der Jungfrau Maria, er nimmt hinweg die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Und der Herr spricht, ich bin alle Tage bei euch. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns durch die Gnade des Heiligen Sakramentes gestärkt. Befreie uns von unseren falschen Meinungen, damit wir auf dem Weg der Nachfolge Christi dir immer näher kommen. Darum bitten wir durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen der Jugendkirche darf ich euch und Ihnen noch einen guten Ausklang dieses Abends wünschen. Seien wir uns immer wieder bewusst, wir alle sind in Gottes Händen. Er ist es, der uns segnet, der uns begleitet, der uns führt. Bitten wir ihn um seinen Segen für uns und alle, die einen Platz in unserem Herzen haben. Der Herr sei mit euch. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Gottes Mutter Maria, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen, segne, güte, begleite euch und alle, für die ihr gebetet habt, für all jene, die einen Platz in eurem Herzen haben, der uns allzeit liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht.